Too Hot to Handle ist so circa das bekannteste Netflix-Reality-TV-Format, in dem extrem heiße Singles auf eine unbekannte tropische Insel geschickt werden und alles machen dürfen. Außer Liebe. Davon wissen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen allerdings gar nichts. Und Netflix dachte sich jetzt, Mensch, das hat mehrere Staffeln lang in Amerika richtig reingehauen. Das hat auf Spanisch funktioniert, auf Italienisch, in Asien, überall. Und jetzt haben wir auch mal Deutschland entdeckt. Und da darf ich euch heute recht herzlich willkommen heißen bei Too Hot to Handle Germany. Hallo im heißesten Paradies, seit es Singles gibt. Hi. Willkommen bei Too Hot to Handle Germany. Unsere Hotties denken, sie wären bei Tropical Desire. Mhm. Eine Fake-Show, in der es um Partys, Flirts und Sex geht. Das perfekte Täuschungsmanöver von... Aber, sorry, dass ich da ganz kurz interveniere. Keiner der Teilnehmerinnen kennt wahrscheinlich dieses Wort. Aber jetzt mal ganz... dumm gesprochen, es muss in einem Vertrag genauestens drinstehen, auf was du dich dort einlässt. Also entweder wussten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das wirklich vorher und spielen jetzt einfach, oder die haben den Vertrag nicht richtig gelesen, weil wenn dort nicht in irgendeiner Klausel juristisch heddert irgendwie drinsteht, es könnte sich auch um eine andere Show handeln, könntest du ja Netflix auf Millionen verklagen. Also das verstehe ich da immer nicht so ganz, aber wir schauen uns den Lachs mal an. Datensammelmodus aktiviert. Datensammelmodus. Ab diesem Moment wird nichts, was in diesem Ressort passiert, von Lana unbeobachtet bleiben. Alter, sieht das geil aus. Und selbstverständlich ahnt niemand der Hotties, dass in 9 Stunden striktes Verbot herrscht. Ich will auch in Urlaub. Warum drehen die denn Tour to Handle Germany trotzdem dann auf irgendeiner tropischen Insel? Warum nehmt ihr nicht Frankfurter Hauptbahnhof? Das passt viel mehr zu Deutschland. Und da kommt auch schon unsere erste nichtsahnende Göttin. Oh mein Gott, bin ich blöd? Oder kennt man die nicht von TikTok? Ich kenne sie nur, weil sie irgendwie Videos mit ihrer Oma, glaube ich, gemacht hat. Oder ich vertue mich gerade. Dass sie jetzt bei Tour to Handle mitmacht, kann ich mir nicht vorstellen. Und da steht auch Ibiza. Also sie kommt auch nicht mal aus Deutschland. Es ist genauso sinnbefreit, wie wenn bei GNTM dann unten steht, kommt aus Österreich. Nein, Bro. Das ist Germany's Next Topmodel, nicht Austria's Next Topmodel. Ich bin hier, weil es ohne mich einfach absolut langweilig wird. Mal ganz kurz. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr so etwas aufnehmen könntet. Vor laufender Kamera. Also ich denke ja, dass ich mich schon oft zum Affen mache hier, ne? Aber das ist ja eine ganz andere Liga. Dennis. Aus Berlin. Ah, chillig, danke. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie viel Uhr es ist. Du machst mich echt nervös gerade. Ich bin's. Geil. Rock'n'Roll, auf eine gute Zeit, ne? Oh mein Gott, ich kann wirklich, ey. Ich könnte meine eigenen Scheiße gerade ertrinken. Das ist ja so cringe. Was machst du beruflich? Ich bin Make-up-Artist. Nee, wirklich jetzt? Ja, ohne Spaß. Geil, dann können wir uns ja gleich mal zusammentun. Ich model nämlich. Wirklich? Oh mein Gott. Das ist so eine richtige Kennenlernunterhaltung in der Shisha-Bar, ne? Ich kann komplett ab. Ich angefangen mit Gucci, dann habe ich Moschino gemacht, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Sisley, Etro, Michael Michalski. Ich war 3 Monate in Mailand, Korea, London, Barcelona. Ja, okay, komm, wir machen weiter beim nächsten. Ach, mich doch. Oh mein Gott. Ey, es ist, also, die erste Folge hätte ich dir 1:1 skripten können, ne? Kommen die Leute und egal wer da ist, einfach ausrasten. Oh mein Gott! Wow, leck mich am Arsch! Wer seid ihr denn? Bin ich leicht überfordert. Ich brauche jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen Wingman hier an meiner Seite, weißt du? Okay. Na dann, mal schauen. Vorhang auf. Oh mein Gott, okay. Es war doch schon wieder so klar. Ey, ich kann nicht mehr. Emily. Boah, der riecht so gut. Bist du aufgeregt? Bisschen nervös, oder? Diese Emily heißt ja, glaube ich, diese Emily will auf jeden Fall Main Character sein. Das merkt man direkt. Die will die ganze Zeit reden, die ganze Zeit, dass es sich um sich dreht. Die spielt mit der Kamera die ganze Zeit in die Haare und bla 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 bla. Das finde ich extrem anstrengend. Aber wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Das ist erst die erste Folge, die heute rausgekommen ist. Wer keinen Korb akzeptieren kann, ist kein Mann. Leicht gesagt, wenn man keine Körbe kriegt. Ich kack. Ey, wie findet man meine neue Uhr? Ich kann sogar hier die Uhrzeit anzeigen. Ich
Ich bin Model und Fußballer von Beruf. Fußballer? Wo spielt er denn? Ich lebe gerade im Moment Partys, Frauen, One-Night-Stands. So, das ist mein Vibe. Warte mal kurz, also stabiler Blick, Kevin. Kevin Ngie. Yo, stimmt. SC Regionalliga Nord. Bro, da hab ich höher gespielt. Mein Lebensmotto ist No Bad Days. Auch No Gehirnzellen. Jeden Tag was Gutes machen. Das stimmt allerdings. Man sollte das ist gut. Immer positiv denken und ein cooles Mindset haben. Das stimmt. Das ich ist gut. Ich kann mich bewegen. Also wenn ich den hier mache, dann wird so manche schwach. Also nee, ich erlaube mir jetzt erstmal noch kein Urteil. Ich stehe auf helle Augen. Also seid gerade. Seid gerade! Guter Spruch. Leute, August, wenn ihr ihm lasst, der Spruch ist gut. Laura aus Berlin. Es war doch wieder so klar, Alter. Ey, das ist doch alles einfach immer das Gleiche. Doppelte Dosis. Ist das Mike Singer? Und Sammy Khedira? Oder Emre Can, wie der Linke. Das sind Fabio und Acca aus Wien. Ey, ich kack doch ab. Bro, too hard to handle Germany. Gehört Österreich zu Germany? Ich glaub's nicht. Ey, diese Reaktion. Das ist doch... Warum redet ihr auch Englisch, es ist Deutsch? Nicht schlecht. Erstmal die Frauen. Hallo, erstmal die Frauen. Sehr gut. Wie macht man das mit diesem Küssen? Ich bin immer überfordert, wenn eine Frau, oder meistens sind es ja... Wenn ich Freunde von meinen Eltern treffe, ältere Damen, wenn die einen dann so auf classy so begrüßen wollen, bin ich immer leicht überfordert. Man macht ja zuerst links und rechts. Macht man zwei oder macht man drei? Weil manchmal machen dann Leute noch einen dritten und dann bin ich so, habe ich fast einen Zungenkuss. Mein Motto ist eat, sleep, repeat. Ich lasse sehr oft den Latino raushängen. Es kommt sehr gut bei den Frauen an. Aber eigentlich bin ich Türke. Oh. Also, er ist Türke, wohnt in Wien und macht bei Tour to Handle Germany mit. Also entweder hat Netflix sich da nicht richtig informiert oder die haben in Deutschland nicht genügend Models gefunden. Ich weiß dann gar nicht, warum die nur Models nehmen. Ich hatte da echt, no joke, einige Influencer erwartet. Und wir haben ja in Deutschland wirklich viele Influencer, die direkt in so eine Schiene gehen würden. Ich perform extrem stark im Bett. Ich auch. Ich kann no joke 11 Stunden locker am Stück durchpennen. Was machst du beruflich? Ja. Ich bin Model und du? Same, same. Aber kriegt ihr so als Models mehr Frauen ab? Zieht das, ja. Zieht das? Zieht schon. Ja. Also bei mir zieht's. Du siehst auch. Alter, das ist doch. Was machst du beruflich? Model. Ah, oh, same. Kriegt ihr mehr Mädels ab? Klar, bei mir zieht's. Ey. Was seid ihr für Testosteron gesteuerte Individuen? Oh mein Gott. Oh. Oh, Boys. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die schon wieder, ne? Ey, kann die auch Deutsch? Und auf was stehst du so? Du musst direkt auspacken. Komm mal! Wenn ich dich so angucke, dann steht sie eigentlich direkt vor mir. Oh mein Gott, jeder steht auf die, ne? Ey, was mich halt, also ich finde sie vom Äußerlichen, ist sie auf jeden Fall ein hübsches Mädchen, auf jeden Fall. Aber was mich direkt nerven würde und wo ich direkt sagen würde, nein, auf gar keinen Fall, weil ich habe das ja auch schon im Podcast häufig gesagt, bei mir ist es auch so, wenn ich nur One-Night-Stand-mäßig unterwegs bin oder nur kurz was mit einem Mädel habe oder so, spielen bei mir trotzdem innere Werte immer mit. Auch beim ersten Mal, auch wenn man nur einmal was haben möchte, spielt immer mit. Und ich finde, wenn sie so von der Art her so sau extrovertiert ist die ganze Zeit, oh my God, can you give me that? So dieses englische, internationale, boah, das boah. Es gibt das Vorurteil, dass schöne Menschen dumm sind, aber ich bin eigentlich der lebende Beweis, dass es nicht so ist. Okay, wenn man sowas behauptet, dann muss man auf jeden Fall auch Taten sprechen lassen. Ich kann aus meinen Erfahrungen der letzten Monate auf jeden Fall sprechen, dass je hübscher ein Mädchen war, mit der ich was hatte, sie wirklich emotional gesehen nicht so am Start war. Weil, und da habe ich mit ein paar Kumpels die Theorie aufgestellt, wir glauben, dass, egal ob, wie gesagt, auf Typen kann ich es nicht beziehen, ich bin heterosexuell, ich stehe auf Frauen, aber bei Mädels haben wir es auf jeden Fall so beobachtet, dass hübsche Mädels wahrscheinlich weniger innere Werte, Beziehungen aufbauen, weil sie schon über diese äußerliche Schiene so am Bangen sind, sage ich mal, in der Gesellschaft. Deswegen baut sich dieses Innere gar nicht auf, dieses Verständnis dafür und dass sie da überhaupt sich einen Charakter richtig selber aufbaut. Wisst ihr, wie ich meine? Mädels, die jetzt
äußerlich gesprochen vielleicht nicht so diesem Hauptideal von irgendeinem Typen entsprechen, wiederum haben einen super geilen Charakter. Und es ist ganz, ganz schwer, eine geile Mischung zu finden aus beidem, wo ein Mädchen wirklich beides mitbringt. Ist es die Therapiestunde mit Luca? Bei mir zu Hause ist Technik eigentlich der Mittelpunkt. Mir ist es wichtig, dass alles verbunden ist, dass ich einfach zu meiner Alexa sage, okay, mach das Licht an, mach die Musik an. Das ist immerhin mal eine Frau, die ohne Wenn und Aber auf mich hört. Finde ich das Schlimmste, was es gibt. Also Alexa, gute Idee, bla bla bla, brauchen wir gar nichts gegen sagen, funktioniert auch krass, aber ich will einen normalen Lichtschalter haben, ich will den drücken, Licht geht an, ich drück den nochmal, Licht geht aus. Ich will nicht jetzt 10-mal klatschen, sage Alexa, mach jetzt dies, mach jetzt das, sondern dreht sich mein Haus im Kreis. Meistens habe ich nicht mal die Chance, auf Frauen zuzugehen, weil sie dann schon vor mir stehen. Oh mein Gott. Ich bin sehr gut im Bett. Alter, wie können die denn... Ich kann das nicht mehr.